Alujas Music und herzlich willkommen auf der Musikmesse 2016 in Frankfurt. Wir befinden uns hier auf dem Messestand von Mekki. Bei uns ist der Dimitri und er wird uns jetzt das neue Mekki Access vorstellen. Hallo Dimitri. Ja, hallo erstmal. Genau. Wir haben hier das brandneue Mekki Access System jetzt im Vollausbau. Unten befindet sich das DL32. Das ist das eigentliche Mischpult, was auch schon erhältlich ist. Lässt sich alles über iPad steuern. Aber natürlich ist es dann noch schöner, wenn man echte Hardware-Fader hat und echte Posis hat, um das Ganze dann auch zu bedienen. Sprich, das Erste, was hier sehr auffällt, ist, ich habe eine super Übersicht. Ich kann hier drei iPads anlegen und kann auf diesen drei iPads mir verschiedene Sachen anzeigen lassen gleichzeitig. Zusätzlich haben wir hier im Pult 26 Bildschirme, Farbbildschirme eingebaut, wo ich mir auch nochmal jede Menge Informationen anzeigen lassen kann. Das heißt, ich habe erstmal ein sehr übersichtliches Mischpult. Das Zweite ist, dass ich super schnell hier arbeiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kanal ausgewählt habe, habe ich hier die Bassdrum eingestellt. Sobald ich hier in den EQ Fat Channel reingreife, kann ich sofort den EQ einstellen. Wenn ich hier auf den Kompressor zugreife, schaltet er sofort auf das Kompressorfenster um. Das heißt, es reagiert wirklich total schnell auf das, was ich mache. Das Dritte, was noch spannend ist, ist, dass ich hier die iPads anpassen kann, wie sie reagieren auf meine Arbeit. Zum Beispiel habe ich das jetzt hier so gemacht, dass das mittlere iPad immer sofort folgt den ganzen Bewegungen, die ich hier mache. Sprich, wenn ich jetzt hier am EQ drehe, zeigt er mir das hier sofort an. Das iPad links daneben, wenn man das sieht auf der Kamera, zeigt sozusagen einen Schritt zurück an. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die Kick eingestellt. Wenn ich dann aber den nächsten Kanal auswähle, zum Beispiel den Bass, dann sehen wir gleich, dass die Kickdrum von hier nach da rüber wechselt. Hab jetzt die Kickdrum hier und jetzt den Bass hier, kann hier den Bass anpassen. Was aber für einen Tontechniker super ist, ich sehe immer noch, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, wenn ich anfange, den Bass einzustellen, kann es sein, dass ich die Kickdrum nicht mehr richtig höre. Hier kann man dann immer noch super dann drauf zugreifen und immer noch Anpassungen machen. Und beim dritten Bildschirm, den habe ich jetzt so eingestellt, dass er immer eine feste Ansicht hat. Das heißt, ich kann mir hier immer die Effekte anzeigen lassen oder die komplette Übersicht und so weiter. Was dann beim Mischpult wichtig ist, ist, dass wir sogenannte View Groups haben. Also anstatt, dass wir jetzt mit Banktasten arbeiten, wo man Kanäle 1 bis 16 hat, 17 bis 32 und so weiter, kann ich mir einfach die Kanäle zusammenfassen, die ich einfach in dem Moment sehen will. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will jetzt alle Gitarren sehen, habe mir da eine eigene Gruppe zusammengestellt, gucke jetzt einfach nur auf die Gitarrenkanäle und alles andere wird erstmal ausgelassen. Oder auf die Drums. Dann habe ich hier einfach mal die ganzen Drums erstmal anlegen. Man sieht auch, dass die Fader schnell reagieren. Wir haben hier 17 touch-sensitive motorisierte Alps-Fader eingebaut, also wirklich sehr, sehr gute Fader auch. Auch daran haben wir natürlich gedacht. Man sieht hier hardware-seitig auch, wir haben hier eine 6 LED-Kette, wo man den Pegel sehen kann. Ich kann hier auch schauen, was am Kompressor passiert. Wird hier auch alles mit dargestellt. Dann auf diesem ganzen kleinen Bildschirm über den Fadern habe ich verschiedene Informationen. Erstmal sehe ich hier meine Kanalbezeichnung genauso, wie ich sie in meiner App eingestellt habe. Werden genauso hier dargestellt mit den gleichen Farben, gleiche Namen, gleiche Icons. Sogar die Fotos, ich kann ja mit dem iPad Fotos machen und das als Icon benutzen für einen Kanalzug, die werden dann auch hier angezeigt. Also ziemlich ausgetüftelt das Ganze. Momentan ist das hier auf Panorama eingestellt, kann aber auch sagen, okay, ich will hier meine Sends sehen, kann hier durch die Sends durchsteppen und auch die kommen genau mit den Farben, die ich hier auch in der App dafür vorgesehen hatte. Mal wieder zurück hier. So. Sehr gut. Highpass-Filter kann ich mir anzeigen lassen. Ich kann mir die kompletten EQs anzeigen. Grafische EQs kann ich hier auch sehen. Also ich kann mir wirklich alle Informationen, die das Pult hat, auf diese ganzen Bildschirme legen. Das Pult selber hat ein paar Audioanschlüsse auch. Die Idee ist ja dahinter, dass das eigentlich das Pult ist. Das steht im Prinzip als Stagebox auf der Bühne. Da mache ich alle Anschlüsse. Ich kann das Ganze wireless auch bei iPad bedienen und lege mir dann ein langes Ethernet-Kabel
zum Pult am FOH an, also zum DC-16, und habe hier dann nochmal einen Kopfhörerausgang, habe hinten nochmal Monitorausgänge, nochmal einen Stereoeingang und einen Talkback-Eingang auch. Last but not least haben wir auf der rechten Seite dann die ganzen Mix-Ebenen. Also ich habe am DL32 ja insgesamt 28 Busse eingebaut. Sprich, ihr habt ganz viele Auxens, ganz viele Matrizen und so weiter, die ich hier dann abrufen kann und habe das Ganze dann auf Federn liegen, was auch nochmal farblich hier kodiert wird mit den LEDs. Das heißt, ich weiß immer genau, wo ich bin. Sogar die Select-Tasten wechseln die Farbe je nach Kanal, je nachdem, wie ich das eingestellt hatte. Das komplette System wird ab Sommer da sein, also im August, ja, kommt es in Deutschland an. Das DL32 selber gibt es schon, ne, auch bei Just Music. 32 Eingänge, 18 Ausgänge und wie gesagt, dann Dante-Karte mit einbauen, dann kann man das DC-16 mit anschließen und hat dann wirklich das Ganze als Hardware-Control. Ja, das komplette Access-System, also mit dem DC-16, gibt es dann ab Sommer diesen Jahres. Das DL32 gibt es ja schon. Das DC-16 kommt dann dazu, so ab August. Und wir peilen einen Preis an von so knapp unter 7.000 Euro für das komplette System. Bestehend eben aus DL32 mit der Dante-Karte und dem DC-16.